Einfach mal gut zu mir. Dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kriebs und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich in die Selbstwirksamkeit zu bekommen, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Und heute habe ich einen ganz wundervollen Gast, die Julia Eichelmann-Friese. Sie erzählt davon, wie ich sie begleite in ihre Selbstständigkeit, also sich zunächst ein zweites Standbein aufzubauen und später, das ist das Ziel, ganz in die Selbstständigkeit zu gehen. Und du kannst einfach mal ein bisschen reinhören. Vielleicht stehst du auch gerade an einer Stelle, wo du entscheidest, soll ich mir ja noch was anderes aufbauen? Ist es das schon gewesen? Irgendwie merke ich in mir diesen Ruf, ich möchte noch mehr aus meinem Leben machen. Ich möchte mehr meiner Berufung oder ja meinem eigenen Lebensplan folgen. Und ich bin mir sicher, dass du da von Julia viel Inspiration bekommst, wie das möglich ist, wo sie ihre Ängste und Stolpersteine hatte, was ihr geholfen hat und ja, wie die Ausgangssituation war, als wir uns kennengelernt haben, wo sie jetzt steht. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören und bleib auf jeden Fall dran oder guck in die Shownotes, denn Julia hat einen ganz, ganz tollen Kurs entwickelt, nämlich Kühler Kopf mit Kind, wo es um die elterliche Wut geht. Also darum, wenn unsere Kinder uns aus der Reserve locken und wir denken, wow, also ich hätte nie gedacht, dass mein Kind solche Emotionen in mir wecken kann. Und vor allen Dingen, wie gehe ich jetzt damit um? Also sich dem nicht auszusetzen und zu sagen, tja, das ist so halt mit Kindern, sondern aktiv zu werden und zu verstehen, ich kann, indem ich Themen in mir befriede und andere Perspektiven und Blickwinkel einnehme, meine Wut befrieden und so auch das Miteinander in meiner Familie verändern. Es lohnt sich also, dran zu bleiben und ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Falls du selber an dieser Stelle stehst und Unterstützung wünschst, dann bewirb dich gerne bei mir für ein kostenloses Erstgespräch und mein Team und ich schauen, wie wir dich unterstützen können. Nun viel Freude beim Interview. Hallo liebe Julia, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir den Podcast aufzunehmen und ein bisschen von deinen Erfahrungen zu berichten, die wir gemeinsam gemacht haben, dem letzten halben Jahr fast, ne? Nicht ganz, glaube ich. Ja. Magst du erstmal so ein bisschen dich vorstellen, wer du bist und ja. Genau, sehr gerne. Ja, danke erstmal für die Einladung und dass ich hier sein darf. Mein Name ist Julia Eichelmann-Friese. Bei Instagram findet man mich unter Julia Elterncoach. Und ich habe mich vor, ich glaube, 2 Jahren war das jetzt, das erste Mal selbstständig gemacht mit Elternkursen. Ich habe davor lange im Marketing gearbeitet, war damit auch immer happy und bin dann Mutter geworden und bin dann ziemlich so an meine eigenen Grenzen gekommen und hatte dann einfach das Bedürfnis zu schauen, okay, wie kann es denn noch gehen und was kann mein Weg sein? Und da habe ich so viel tolle Sachen gefunden, dass ich dann so dachte, okay, also am Anfang war es wirklich rein egoistisch für mich. Ich will mein Familienleben verbessern. Und dann dachte ich so, okay, aber das weiß ja niemand irgendwie so. Das musste jetzt auch irgendwie so, so ein bisschen rausbringen. Dann habe ich das hier lokal angefangen. Und genau, dann ist bei mir aber auch der Wunsch entstanden, mehr online zu arbeiten, mir da ein kleines Business aufzubauen. Genau. Und darf ich mal ganz kurz fragen, was hat dich so, also was war so deine Motivation? Warum wolltest du aus dem festen Job, der ja auch gut bezahlt ist, raus in die Selbstständigkeit? Was hat dich da so, du sagst es gerade, also erstmal was Persönliches, führ mal gerade aus, was hast du dir versprochen? Oder was versprichst du dir davon? Also es war so eine Kombi. Ich hatte immer auch Thema Selbstständigkeit im Hinterkopf, muss ich sagen, irgendwie. Und trotzdem ist mein Umfeld eher so auf Sicherheit. Und ich kenne jetzt nicht, eigentlich kenne ich niemanden, der diesen Sprung gerade macht. Und dementsprechend habe ich mich damit auch immer ein bisschen allein gefühlt. Und dann kamen diese Themen halt zusammen. Ne? Ich hatte das mit der Selbstständigkeit noch so im Hinterkopf. Und dann kamen so meine Herausforderungen als Mutter. Und dann das Bedürfnis, okay, ich muss das ja auch irgendwie jetzt teilen. Und das war erstens so eine Kombi. Und dann habe ich einfach auch gemerkt, ich meine, das ist ja auch so ein ständiges Austüfteln, ne? Wenn man das erste Mal Mutter wird, dann auch zu schauen,
wie macht man das, ne? Wie arrangiert man sich alles? Und auch, es treffen ja auch super viele Erwartungen von außen einfach auf einen ein. Du kannst doch nicht, du willst doch nicht deinen guten Job jetzt sausen lassen. Und, ne? Und trotzdem hatte ich aber auch, und da bin ich nach und nach, muss ich sagen, auch erst wieder zugekommen. So im ersten Jahr mit meiner Tochter, muss ich sagen, bin ich, glaube ich, ganz schön oft mein eigenes Bauchgefühl übergangen. Und irgendwann habe ich selber so diesen Entschluss gefasst, nee, also so, ich war immer sehr gefestigt in mir, und dann, ne, Mutter werden kann einen dann doch auch schon mal ein bisschen aus den Latschen hauen, und dann habe ich so für mich festgestellt, nee, ich distanziere mich jetzt wieder von diesen ganzen vielen Meinungen, die auf mich einprasseln, und gestalte das Familienleben so wie ich es für richtig halte und so wie ich es will. Und da ist natürlich selbstständig sein auch einfach viel flexibler arbeiten zu können, ne? Ein großes Stück Freiheit. Ja, das heißt, du wolltest Familie und Beruf besser miteinander verbinden. Ja, und richtig. Deine Arbeit so gestalten können, freigestalten können, dass es in deinem Familienalltag passt, in dem du gerade bist, mit zwei kleinen genau. Kindern. Genau. Okay. Ja, total. Ja. Also der Wunsch war einfach da. Ich verbringe unheimlich gern Zeit mit meinen Kindern. Und ich habe aber auch für mich festgestellt, im Gegensatz zu so einer eigenen Erwartung, die ich früher hatte, ich dachte dann so, okay, dann kriegst du irgendwann Kinder und dann war es das so mit Arbeiten. Irgendwann dachte ich das mal. Und dann habe ich so auch für mich festgestellt, boah, das ist so vereinnahmend und es ist so anstrengend und ich brauche noch was anderes. Also sowas für mich einfach. Ich bewundere auch jeden, der das mit totaler Erfüllung hinkriegt. Und ich habe einfach für mich gemerkt, ich brauche noch einen Ausgleich, ich brauche noch was anderes. Und da war das für mich, war das die perfekte Kombi. Ja, es ist ja auch so, man ist ja nicht nur die Rolle Mutter, man ist ja auch Frau, man ist Mensch. Man, genau. Man hat ja so viele Rollen inne, und sich zu erlauben als Mutter, ich finde das auch ein schönes Beispiel, was wir ja beide vorleben, dass man sich das erlauben darf, auch für sich noch was Eigenes aufzubauen, neben dem Muttersein. Und dass man deswegen nicht schlechter ist als Mutter oder besser ist, sondern einfach, man folgt seinem eigenen Wunsch, seinem eigenen Bedürfnis. Ich glaube, das ist ja total. Ja, für mich war da auch irgendwie so das Wort, was mir da immer in den Sinn kommt, ist selbstbestimmt. Weil ich finde, du kannst selbstbestimmt 24 Stunden zu Hause sein und emanzipiert, wenn es genau das ist, was du möchtest. Und wenn du es ausprobierst und realisierst, oh, irgendwie, ich komme an meine Grenzen und mir fehlt was, dann finde ich es genauso richtig. Das ist halt so individuell. Ja, das stimmt. Wie war denn die Ausgangssituation, als du dich bei mir gemeldet hast? Wie war das denn? Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich kann mich gut an unser erstes Gespräch erinnern. Genau, also die Ausgangssituation war, ich glaube tatsächlich, ja, das war Corona noch, erste Pandemiewelle auch. Ich war mit den Kindern komplett zu Hause. Wir haben dann einfach auch gesagt, für uns entschieden, okay, wir ziehen uns jetzt raus, andauernd macht irgendwas zu, Kinder sind klein, für mich war das auch gut so. Und wir haben es uns schön gemacht, und gleichzeitig hatte ich trotzdem diesen Wunsch nach der Selbstständigkeit und wusste aber, okay, ich habe tagsüber die Kinder. Ich habe dann, ich habe so oft halb nachts gearbeitet, also halt nicht halbtags, sondern halb nachts, wenn die Kinder halt schliefen. Und ich wusste aber auch, das ist natürlich langsamer. Ich komme langsamer voran, ne? Und ich merkte halt, oder dann sind die Kinder mal krank, oder ne, man darf ja auch mal selber abends auf dem Sofa sitzen, so, ne? Ich wusste einfach, okay, ich kann das jetzt nicht so durchziehen, wie ich es ohne Kinder gemacht hätte. Und natürlich waren auch dann Zweifel da, ne? Wie das wahrscheinlich auch sehr normal ist. Schon alleine mit diesen ganzen Techniksachen, wenn man sich online was aufbauen will, war ich auch so dankbar, als du nur sagtest, ja, das fand ich auch schwer, weil, also ich bin so kein Techie, und jedes Mal, also so eine Landingpage bauen, E-Mail-Programm verknüpfen, Online-Werbeanzeigen, da kriege ich schon Schweiß auf der Stirn, muss ich schon sagen. Und dann sitze ich da abends dran und dann klar habe ich so Gedanken wie, eigentlich will ich doch nur beraten, und was mache ich hier eigentlich? Und irgendwie, gerade weil ich auch in meinem Umfeld halt jetzt nicht den Austausch hatte zu jemandem, der ja gerade genau dasselbe probiert hinzukriegen, habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt, ne, ich suche mir eine Unterstützung, und das war für mich auch genau richtig. Was hat dich motiviert, bei mir anzurufen und dich zu bewerben? Weil das war ja ein Ursprung, wolltest du mit was anderem kommen, ne?
Magst du das? Ich hatte nach einer Supervision auch gesucht, genau. Ich wollte einerseits genau in meinen Beratungsthemen weiterkommen und da gehört auch immer, also finde ich auch immer zu mit, dass man auch an eigenen Themen nochmal arbeitet. Und dann habe ich, kannte dich halt von Instagram oder vom Podcast, ne, oder von ganz früher von deinen Familienthemen. Und dann habe ich so gesagt, okay, ich schreibe die jetzt einfach mal an. Ich weiß gar nicht, was passiert. Ich weiß gar nicht, ob du antwortest oder ob das irgendjemand sieht. Und dann hast du mir so deine Handynummer geschickt. Und ich dachte nur so, okay, ist das jetzt die Handynummer von Simone Kriebs? Und genau, dann habe ich dich einfach angerufen und du standst, glaube ich, gerade an der Metzgertheke. Ja, Fleisch kaufe ich immer genau, ja. Irgendwo ja. In der Supermarkt. Genau, also irgendwie war es ungünstig und genau, dann haben wir halt dann nochmal telefoniert und ja, dann haben wir eigentlich was ganz anderes, als ich ursprünglich vorhatte, aber was super zu meiner Situation passt. Da haben wir halt ein Paket verabredet. Wow, das beschreibst du auch ganz gut. Ganz häufig erlebe ich das, deswegen machen wir das auch mit diesen Bewerbungsverfahren, dass die Leute noch nicht ganz klar sind, was sie wirklich brauchen. Sie haben so eine Idee, haben so ein Gefühl, sie merken, da ist was. Aber es ist halt total wichtig, in der Beratung dann herauszufinden, was ist denn genau das, was jetzt gerade zu dir passt und was du brauchst. Ne? Genau. Wie du schon sagst, passt, ist es auch richtig. Ja. Ja, was ist denn so das Besondere für dich an unserem Coaching? Wie erlebst du das? Ja, also für mich ist immer natürlich, wenn wir einen Termin haben, ich freue mich natürlich mega und ich habe letztens auch dein schriftliches Feedback geschrieben und da ist mir selber auch nochmal aufgefallen, dass wenn wir quasi auflegen und einen Call beendet haben, dass ich so, ne, Bäckchen sind oben und Freude strahlen und ja, es tut einfach gut und das ist mir danach eingefallen, hätte ich es mal im Feedback schreiben sollen. Aber was du für mich vereinst, ist einerseits natürlich die Professionalität. Du hast die jahrelange Erfahrung, ne? Und andererseits aber auch die Menschlichkeit. Und das ist eine Kombi, die die ich einfach sehr zu schätzen weiß, weil du halt auch offen bist für, ja, was läuft gerade schief, was sind meine Sorgen und ne. Trotzdem aber auch diese Business-Brille aufhast und den Weg auch gegangen bist. Ne? Das hilft einfach. Was würdest du sagen, ist bei mir anders als bei anderen? Du hast ja ein paar Coaching-Sachen schon durch, ne? Ja, also das Letzte auf jeden Fall, würde ich sagen. Also dieses, ne, dass beides da ist. Genau, aber wirklich auch die Kombi, ne? Also das, ich kenne jetzt niemand anderen, der die Berufserfahrung in dem Bereich hat und dann das so vereint. Lass mich nochmal überlegen. Ich finde einfach, ich weiß auch nicht, einfach auch deine individuelle Note, muss ich sagen. Also so, ja, du hörst zu, du nimmst dir Zeit. Wenn es 10 Minuten länger dauert, dauert es 10 Minuten länger. Dich bringt erstmal nichts aus der Ruhe, was ich auch immer, also wie oft ich schon Ton und keine Ahnung, irgendwas geht nicht. Und es ist einfach, ich habe einfach da auch eine Gewissheit, dass das für dich okay ist, so, ne? Und so ein Stück weit angenommen zu sein, ich denke, das ist schon sehr wichtig auch. Magst du mal so ein bisschen teilen, wo du jetzt gerade stehst? Was so, ja. Sehr gerne, was, ja. Was, ja. Genau. Also ich habe ja schon angedeutet, ich habe angefangen mit den lokalen Elternkursen und das ist auch mir, ich habe auch Schulungen gegeben für Tagesmütter und Erzieher, das fand ich auch sehr schön und trotzdem dachte ich dann so, okay, ich muss mich jetzt erstmal mein Business fokussieren, das ausbauen und da als Mutter sind mir natürlich die Eltern auch am nächsten und ich spreche Mütter und Väter an, also es gibt ja viele Mütter, die machen für Mütter, das finde ich auch ganz toll. Vielleicht mache ich das irgendwann, keine Ahnung, aber für mich ist auch ganz wichtig, die Väter haben einfach oft dieselben Herausforderungen und dann will ich da auch für offen sein, ne? Und da ist jeder willkommen, genau. Und dann habe ich das letzte Jahr über an meinem Online-Kurs gearbeitet. Ich habe für mich das Thema herausgepickt, elterliche Wut. Kam auch nicht ganz vom Himmel gefallen, sondern das war auch einfach ein Thema, was auf mich zukam. Und ich konnte und wollte mich damit einfach nicht zufrieden geben. Ich wollte mich nicht damit abfinden, dass das jetzt das Familienleben irgendwie andauernd aufreibend, energieraubend und ne, natürlich ist es auch normal, dass es Konflikte gibt und dass nicht immer alles super harmonisch läuft. Ich finde, das ist auch unrealistisch. Aber ich habe einfach gemerkt, ich war an einem Punkt, wo es hat mir zu viel Energie geraubt und ich dachte einfach nur, das soll jetzt gefälligst auch Spaß machen. So, ne?
Und dann habe ich da ziemlich, ja wirklich, also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja, ich meine, das ist ja das eine, zu sagen, ich hatte eine gewisse Vorstellung und so ist es nicht, okay, ja. Aber für mich war es trotzdem zu weit weg. Also für mich war das so. Sehr gut, dass du sagst, ich werde aktiv, also ich bin selbst, ja. Ich gehe jetzt los, ich finde mich ja. Nicht mit etwas. Und das ist ja auch etwas, was man, glaube ich, auch für die Selbstständigkeit braucht. Zu sagen, wenn bestimmte Dinge gut laufen, ist ja schön, da freuen wir uns alle, aber es gibt auch Momente, wo was nicht funktioniert, wie du ja auch schon gesagt hast, und zu sagen, ich gehe das jetzt an, ich gucke da hin, warum funktioniert das nicht? Im Business genauso wie in der Familie. Genau, Was hast du dann gemacht? Oder, vielleicht ist Muttersein dann auch schon eine gute Voraussetzung, um ein Business zu starten, weil ich meine, allein mit Kindern kommt man ja immer wieder auch an diese Punkte. Das ist ja nie ausgelernt und es ist nie. Kommt ja auch immer, ist ja auch gut, ne, dass es immer weitergeht, genau. Ja, ich war dann halt an diesem Punkt und dachte, okay, das Thema möchte ich bei mir persönlich angehen und habe mich schlau gemacht und habe verschiedene Sachen ausprobiert und bin da auch ein ganzes Stück weitergekommen mit Meditation, mit auch diesen ganzen Trends, Dankbarkeitsnotizen, Affirmationen. Und das hat mir alles gut getan, weil ich auch verstanden habe, okay, ich muss mir Zeit für mich nehmen, ich muss mich um mich kümmern. Ja, und dann habe ich das eine ganze Zeit lang gemacht und dann ganz dumpf festgestellt, okay, es reicht aber nicht, es löst nicht mein Problem. Ich habe immer noch diese Wutausbrüche und werde für meine Verhältnisse zu aufbrausend oder dass ich dann nachdenke, was war denn jetzt los und dass es mir einfach so viel Kraft raubt. Und genau, und da habe ich dann nicht aufgehört, sondern penetrant immer weiter mich analysiert, diese schwierigen Situationen analysiert und weiter drauf geschaut und muss wirklich tatsächlich sagen, ich habe damit gut die Kurve gekommen. Und das habe ich routiniert, sage ich mal, ne? War dann natürlich über die Veränderung bei mir und in unserem Familienleben total happy und war dann aber auch natürlich so ein bisschen aufgeregt, habe gedacht, kann ich das übertragen? Und habe dann an diesem Kurs gearbeitet, was auch eine ganz schöne Zeit gedauert hat. Und jetzt habe ich das erste Feedback von den Leuten und bin total happy und kann sagen, das funktioniert. Und einerseits ist es, also es vereint wieder einfach ganz viele persönliche Dinge, ne? Weil ich kenne diesen Sumpf einfach, ne? Wie es ist, also wenn das Familienleben einfach so zäh und schwer ist. Und da bin ich persönlich einfach ganz, ganz viel weitergekommen. Und natürlich hätte ich sonst was damals drum gegeben, hätte jemand gesagt, einmal, ja, das ist schon okay und ich kenne das und ich weiß da auch einen Weg raus. Ne? Und das ist jetzt einfach auch mein Anliegen. Also ich merke das auch in der Arbeit mit den Eltern, da entwickelt sich so eine persönliche, innige Beziehung und es ist dann auch einfach mein persönliches Anliegen, die weiterzubringen. Ja, und zumindest bis jetzt ist das ganz gut gelungen. Und genau, und in ein paar Tagen startet quasi mein Online-Kurs, genau, wofür man sich dann anmelden kann. Wie heißt dein Online-Kurs? Kühler Kopf mit Kind. Genau, so habe ich es jetzt erstmal genannt, genau. Und ist quasi für alle Mütter und Väter, die einen neuen Umgang mit ihrer eigenen Wut lernen wollen. Denn wir haben ja ganz oft ganz gerne den Blick und die Brille, den Fokus auf die Kinder. Es ist ja auch gut, ne, dass es da immer mehr drüber gibt und dass wir uns da schlau machen. Und trotzdem, glaube ich, ist es ja nur die halbe Miete. Ne? Also der Blick auf uns selber ist auch nochmal super, super essentiell. Hast du auch so das Erlebnis, dass die Eltern das oft rational verstanden haben, aber dann noch irgendwas brauchen, damit es emotional ankommt? Ich meine, die Total. Ja. Verstanden. Ja, ich meine, das ist ja auch der beste Beweis, dass es nicht so viel mit Kognition zu tun hat, ne? Und gerade auch ganz viele Mütter machen sich natürlich super schlau und haben schon sonst was gelesen. Und ne, umso größer ist die Enttäuschung dann, wenn sie es nicht umgesetzt kriegen. Und das zeigt einfach, wie tief Dinge in uns verankert sind, wie viel Emotionen damit dranhängen. Und das höre ich ganz, ganz oft, ja. Wie war es, als du das erste Mal den Kurs gemacht hast und die ersten Feedbacks kamen von den Eltern? Die waren ja sehr persönlich, sehr berührend. Ich habe die ja auch gesehen. Was war das für ein Gefühl für dich? Ja, Hammer. Da habe ich wirklich, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, aber da habe ich wirklich gedacht, ich würde das auch ohne Geld machen. Also das ich,
Jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil ich will es nicht ohne Geld machen, weil ich will natürlich was aufbauen. Nicht um das Geld, das möchte ich auch wirklich nochmal betonen. Wir tun, wenn du deine Leidenschaft lebst, dann geht es nicht darum, dass du das für das Geld tust, sondern für die Leidenschaft. Das Geldverdienen gehört dazu, weil natürlich musst du auch deinen Kredit bezahlen. Natürlich willst du deinen Kindern auch ein Eis kaufen. Das eine hat mit dem anderen zu tun. Aber die Befriedigung ist, also das gute Gefühl kommt aus dem, ich habe diese Menschen weitergebracht, oder? Ja, ich habe wirklich gemerkt, das ist größer als meine Erwartung. Und ich habe auch schon mal gesagt, das ist ja auch irgendwie so eine Arbeit mit Suchtpotenzial, ne? Weil du wirst ja davon selber total angesteckt, wenn es jemandem geholfen hat und dass es denen besser geht und so. Ne? Das ist natürlich auch, also das ist ein totales Geschenk von dieser Arbeit. Für mich ist wirklich mein größter Erfolg der Erfolg meiner Kunden. Hm. Nicht Business, also nicht der Umsatz. Das ist alles schön. Ne? Aber der größte Erfolg ist, die Menschen erfolgreicher zu machen. Das ist so ein genauso wie du das sagst, auf dieser Elternebene auch erfolgreicher zu werden. Erfolg ist ja nicht immer nur materiell oder bonitär oder so, ne? Sondern in sich zu wachsen, ne? Auf irgendeine Art und Weise. Ja, total. Und besonders, weil das ist elterliche Wut, ist ja auch einfach mit so viel Schuld und Scham besetzt, ist so, ne? Wenn einem zu Hause was passiert, vielleicht öffnet man sich so zu einer Freundin oder so, dass man sagt, boah, ich finde es gerade so anstrengend oder keine Ahnung. Aber wer sagt denn wirklich, ich habe mein Kind grob angefasst oder ich raste andauernd aus? Das ist so, da ist so ein schlimmer Deckmantel. Und deswegen kommt man ja dann da auch vielleicht gar nicht so sehr raus, weil ne, du traust dich nicht, das zu teilen. Und ja, meine Erfahrung ist einfach das Gegenteil, wirklich. Also ich kann nur dazu ermutigen und auch sich diese Momente, die in Anführungszeichen schiefgegangen sind, nochmal anzugucken, weil dann kann man es auch echt knacken. Und ja. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du losgegangen bist, dass du angefangen hast, Zeit, aber auch vor allen Dingen Geld zu investieren erstmal? Was ist ja der erste Schritt, ne? Bevor man anfängt, Geld zu verdienen, fängt man an, Geld zu investieren, ne? Und investieren ist was anderes als ausgeben, sage ich immer ganz gerne. Ausgeben heißt, ich kaufe eine Bluse und habe eine Bluse, ja, und irgendwann verliert die relativ schnell den Wert, ne? Investieren heißt, du baust dir etwas auf, womit du einen Wert schaffst, ne? Wie hat dein Umfeld reagiert darauf? Also ich muss gerade überlegen, weil das ja auch schon ein bisschen her ist. Also Verhalten, sage ich mal. Ne? Und ich weiß jetzt, ich glaube, ich erzähle sowas auch ganz gerne, wenn es vollendete Tatsachen sind. Weil ich quasi schon weiß, okay, vielleicht wird jetzt nicht die überschwängliche Freude, ne, weil ich ja auch wusste, ich habe einen guten Job und da wird dann eher in Frage gestellt, wieso willst du das denn aufgeben und so weiter. Und weiß nicht, ob ich dafür auch die guten Gründe verbalisieren konnte, aber ich wusste, mich zieht das dahin. Und ich glaube, dann habe ich es irgendwann einfach, als ich es auch alles gebucht hatte, sage ich mal, und schon angefangen hatte, dann so, ach übrigens, und dann ist mir eigentlich auch egal, wie die Reaktionen sind. Ich glaube, mein Vater hat irgendwann so, der sagt schon mal so öfter, ja, wenn Juli sich was in den Kopf setzt, dann weiß der auch, dass ich das dann einfach mache. Aber klar, wie gesagt, bei mir haben alle ein Angestelltenverhältnis, was ja auch total in Ordnung ist. Und trotzdem wollte ich einfach auch mal was anderes probieren, genau. Ja, und es heißt ja nicht, wenn du erfolgreich im Angestelltenverhältnis bist, warst du ja auch schon erfolgreich. Warum sollst du den Erfolg nicht woanders reproduzieren und dann vielleicht mit dem Herzensthema, was dich gerade bewegt? Ich glaube, wenn wir diese Leidenschaft finden, dann die Energie, die wir da reinstecken, die ist halt schon total entscheidend, wie gut das Produkt wird. Und das Zweite ist dann halt, die richtigen Strukturen an die Hand zu bekommen. Wie baue ich das auf? Wie mache ich das? Habe ich jemanden, der fragen kann, der mir sagt, mach das, ist okay. Ich weiß, du hast ja jetzt Angst. Mach das trotzdem. So Gespräche hatten wir ja auch. Vertrau mir. Ne? Ich weiß. Ja. Stimmt, Thema ist jetzt auch egal. Ne? Aber wo ich dann gesagt habe, mach das jetzt. Es ist richtig. Ja, und genau. Du ja dann auch da diese Schritte. Du hast es schon gefühlt eigentlich, dass es der richtige Schritt ist, aber irgendwie so dieses nochmal unterstreichen oder an der Stelle. Ne? Ja, ich meine, da dein warst Kurs du für mich... Fängt bald an. Ja. Entschuldigung, ja, sag erstmal. Da warst du für mich einfach auch die Ergänzung, die ich privat nicht hatte. Ne? Einfach diese Erfahrung und diesen Berufsweg schon gegangen zu sein
Und deswegen war es für mich genau der richtige Schritt und hat dann auch gut gepasst. Ne? Du hast gerade gesagt, dass dein Elternkurs bald startet. Gibt es denn noch ein paar Plätze? Es gibt noch ein paar Plätze, genau. Dich auf jeden Fall, hier unter dem Video. Sehr gerne. Wo findet man dich denn? Erzähl mal. Ja, also ich hatte überlegt, ich lasse 3 Links da, vielleicht ist das ganz praktisch. Am 14.02. gebe ich nämlich ein kostenloses Zoom-Live, wo ich über meine persönlich erarbeiteten 5 Schritte spreche, aus der Wut raus. Also da wird ganz viel, ja, Infos geteilt und werde ich meinen Weg teilen. Das ist das eine. Die Warteliste ist im Moment auf jeden Fall noch offen für den Kurs, für Kühlerkopf mit Kind. Genau, den verlinken wir auch. Und wer sich inzwischen vielleicht ein Bild von meiner Arbeit machen möchte, ich habe ein kostenloses Webinar aufgenommen zum Thema Konflikt-Crashkurs heißt das, jetzt muss ich gerade selber überlegen, weil so viele Namen. Und es sind 3 Schritte, wie man Kinder besser durch Konflikte begleiten kann. Das hat auch schon vielen weitergeholfen. Da kann man einfach mal reinschauen. Für mich ist das ein absolutes Herzensthema. In meinem Buch Die entspannte Familie erzähle ich ja auch, das schlimmste pädagogische Erlebnis, was mir passiert ist, also elterlich. Das hat mich auch total inspiriert, muss ich sagen. Ja. Es wird viel zu wenig geteilt. Also da hatte ich Gänsehaut. Ich habe wirklich lange überlegt, aber ich habe gedacht, also ich stehe, glaube ich, schon für authentisch, zu sagen, was ist und nicht nur die schönen Seiten des Lebens zu zeigen, sondern zu sagen, was ist da auch irgendwo mal schiefgegangen, ne? Und was waren meine Learnings daraus? Und keiner ist perfekt. Jedem können Dinge passieren. Ja. Also dieses, was du eben sagst, dieses Menschliche ist mir halt extrem wichtig. Mhm. Und ich weiß noch, als ich das geschrieben habe in meinem Buch, also ich kann es auch sagen, ich habe, als mein Sohn 2,5 war und ich ihm die Jacke zugemacht habe, hat er ausgeholt und mich ins Gesicht geschlagen. Und ich habe im gleichen Moment ungefähr, also zurückgehauen. Und klar, nicht voll ausgeholt, ne? Alles, was jetzt anfängt, weißt du, so Beschwichtigung. Das war der schlimmste Moment meines Lebens. Ich stand, ich war fassungslos. Und natürlich habe ich mich sofort entschuldigt, natürlich, aber ich habe mir auch gedacht, dass mir das passiert. Ich hätte es nie gedacht. Ich war so schockiert, dass ich auch, genau wie du sagst, mich angefangen habe, damit zu beschäftigen und gesagt, das möchte ich nie wieder, dass mir das passiert. Und ich habe angefangen, hinzusehen, was ist da denn los gewesen in dem Moment? Warum ist mir das passiert? Und ich finde dieses Thema so gut, dass du das aufgreifst. Ich finde das so elementar wichtig, weil es hat nicht mit den Kindern zu tun. Es hat definitiv was mit uns zu tun. Total. Und es betrifft jede Familie. Losfallen, wenn ich daran denke. Ich sehe es. Ja, ne? Ich weiß. Weil das einfach ein schlimmer Moment war und ich weiß, wie schlimm das, oder kann mir vorstellen, wie schlimm das für Eltern ist, die da drin sind. Und ich bin echt froh, dass du dieses Thema aufgreifst. Das ist total lieb. Ja, vielleicht vielen Dank. Der ein oder andere aus unserer Community, der ja früher bei den Elternthemen auch zugehört hat oder vielleicht deswegen bei mir im Newsletter ist oder so, dass der wirklich was mitnehmen kann für sich, auch hier aus den kostenlosen Webinaren schon, die du hier anbietest. Ja, finde ich richtig, richtig gut. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, und mir ist wirklich, man muss nicht den Kurs buchen, ne, aber ich möchte, dass die Leute, weiß ich nicht, das ist viel mehr, es passiert fast in jedem Haushalt, ne? Und elterliche Wut ist ein Thema, ich glaube, da kommt man als Mutter oder Vater nicht dran vorbei. So, ne? Und wenn es nur mein Anliegen ist, zu sagen, du, damit bist du nicht allein, ne? Denn ja, es geht einem ganz schön an die Substanz, ne? Ja, auf jeden Fall. Na, wie gesagt, bis heute finde ich das Schlimmste, was ich meinem Kind angetan habe. Vielleicht findet mein Sohn das anders. Müsst du mir die heute fragen, vielleicht hat er andere Sachen, die er mir vorwirft. Mhm. Ich glaube, wir machen halt auch als Eltern Fehler und es ist gut, einfach zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für mein Verhalten. Wenn wir auf die Beziehung zu unseren Eltern schauen, ist es ja auch so, dass wir einfach nur wollen, dass sie die Verantwortung für das übernehmen. Mhm. Wir wissen, dass wir rückgängig machen können, was sie auch an für uns Fehler oder Verletzungen gemacht haben. Ne? Aber in dem Moment, wenn sie die Verantwortung dafür nehmen, ist es so eine Entlastung für uns. Und ich glaube, das ist genauso für unsere Kinder. Ja. Deswegen wirklich toll, total, dass du das gemacht hast. Vielen Dank, dass du dich
auf diesem Weg begleiten darf. Ich bin mega gespannt. Danke dir. Einem Jahr müssen wir nochmal ein Interview machen, was passiert ist, weil wir unterschätzen wirklich, was wir in 3-4 Jahren erreichen können. Wir überschätzen oft, was wir in einem halben Jahr oder in einem Jahr erreichen können. Mhm. Und was mein Learning war, dass die meisten zu schnell zu große Steps erwarten und dann frustriert sind und aufhören. Ne? Und da hat jemand sagen, doch, bestimmte Schritte sind schon realistisch, aber du musst schon ein bisschen langfristiger planen, das Ganze. Ne? Genau, und, oder klein gestückelter auch. Ne? Ja, ein gutes Fundament einfach schaffen. Ne? Das ist halt das. Am Anfang baust du ein Fundament. Ne? Und das heißt nicht, dass es nicht sofort funktioniert oder so, sondern dass man ja diesen Prozess besser verstehen muss, die Schritte besser verstehen muss. Genau. Mhm. Ja, total. Ja. Liebe Julia, ich danke dir für deine Zeit. Danke auch. Ich finde es schön, dass du mit so einer Leidenschaft und auch persönlichen Offenheit deine Themen teilst. Das weiß ich ja auch. Ich kenne ja auch deine Kursinhalte und finde das wirklich sehr bereichernd. Schön, danke, da freue ich mich. Sehr gerne. Vielen Dank, Simone. Tschüss. Das war das Interview mit Julia. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Und es konnte dir Mut machen, auch Schritte zu gehen, dich weiterzuentwickeln. Oder aber vielleicht konntest du auch persönlich was für dich mitnehmen zu deinen Themen, Umgang mit deiner Wut in deiner Familie. Ich glaube, dass dieser Schlüssel wirklich in uns liegt. Julia ist auch in der Hypnoseausbildung bei mir und ergänzt also auch ihr Programm mit den Modulen der Hypnose, hat aber auch wirklich ganz, ganz viele andere spannende Techniken und Methoden, die sich lohnen anzuschauen, die dich weiterbringen, friedvoller zu sein im Umgang mit dir selbst und auch im Umgang mit deinen Kindern. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag, egal wo du bist, egal was du gerade machst, fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Meld dich, wenn du Sorgen hast und ich begleite dich gerne, wenn du irgendwo eine Frage hast. Und nun fühl dich von Herzen umarmt. Deine Simone.